Hallo lieber Bletten, falls du das hier sehen solltest. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher, ob du bei dieser Echtzeitübertragung, wo wir gerade dieses Video schauen, da sind. Wie läuft denn deine iRacing-Karriere? Ja, dann sage ich das jetzt, wie es ist. Leute, wir gucken uns jetzt den neuen Jansky an. Alrighty. Die Mamba. Hm? Moin Leute, Vincent hier und willkommen zu diesem Video. Elvinko? Wird hier rückwärts in der Boxengasse gefahren? Na, sag mal. In der heutigen Folge, Dennis sucht seine Bremspunkte. Oh, mein Gott! Bletten hat eine neue Lieblingsbeschäftigung. Oh Gott, oh Gott. Und Niklas hat einen Fanclub. Nein, 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 nein. Oh, was soll das? Ach komm, Alter, das ist doch nicht sein Ernst. Wir sind 24 Sekunden drin und Bletten gibt schon wieder alles. Oh, nee. Left side. Clear left. Da habe ich gedacht, so, ne, das wird nicht funktionieren, was ich da gerade vorhab. Das auch nicht, scheinbar. Oh mein Gott. Oh, Leo. Oh, Leo. Boah. Was war das? Oh mein Gott, was ist da bei dem passiert? Holy moly. Also, das war Oldenpark, nicht? Also, ist das Boris? Boris! Was war denn seine Mission, Junge? Was war das denn bitte? Geh nicht rein, Junge! Was? Na? Warum tust du das? 2-1. Gold, 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 gold! Golasso. Ich hab ne Idee. Warte mal, ich hab ne Idee, Chat. Wir gehen jetzt gucken, wer alles Tore schießt. Gucken, wie viele Tore noch geschossen werden. Ich glaube, das wird aber auf jeden Fall Ulten meine Lieblingsbeschäftigung. Oha, er hat den ja richtig Giga gesaved. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, war eine solide... Der war auch schon ganz schön kaputt, der BMW. Alright. 8 von 10, würde ich behaupten. Oh, der ist aber auch angeschossen gekommen da aus der Kurve. Mit 360? Ja, okay. Nee? Das war der gleiche. Ja, das war 100% der gleiche. Oha. Ja. Hm. No! Oh. Nee, also, wir haben abgebremst. Wir kommen gut durch. Scheiß drauf. Vollgas und gib ihm, Alter. Whee! Okay. Ja, okay. Nimm mal mit. Was war das denn? Das war knapp. Italienisch will ich auch machen. Oh mein Gott. Scheiße. Leute, ihr habt das schon nicht gesehen. Ich hätte den so aus dem Leben genommen, ey. Ja. Alter. Beste Strecke der Welt, Chat. Einfach mit einer Strecke der Welt. Donald, danke, Shorty. Oh, oh, kein Tor, kein Tor. Nein, Shorty, nein. Ah. Was ist da los, Alter? Shorty, what the fuck, bro? Jansky, solche Momente musst du mal mit reinnehmen in einem Video, wo ich Erster bin, damit die Leute denken, dass ich auch ein bisschen was kann. Vielleicht so mit so geiler Musik unterlegt. Ja, Maga, du, ganz ehrlich, wenn du hier im Split, weiß ich nicht, morgens um 10 fährst, da sind halt auch noch nicht die ganzen Raketen drin, Bletten. Also es gibt eine Primetime, da sind viele schnelle Leute da und dann gibt's die Blättentime. Übrigens, diese These könnte zum Beispiel Evorox unterschreiben. Der kennt sich damit sehr gut aus. Nee, den nicht. Jansky, den nicht. Bitte, Jansky, den nicht, komm. Ah, können wir warten oder müssen wir durchziehen? Ich glaube, wir müssen durchziehen, oder? Ah, nee, dann warten. Also nicht nur Bletten, dass du on stream 8 Sekunden rumpimmelst
um nicht noch eine Runde zu fahren. Nein, du schaffst es auch, bei einer Sekunde über Startziel zu fahren. Um das dann wieder alles zu revidieren, was du vorher getan hast. Blätten, du hast eine Funktion, eine Vorbildsfunktion. Du pimmelst doch nicht 8 Sekunden vor Ende, vor Startziel rum. Was ist denn das? Was soll denn das? Oh nee, wir oh Mann. Tamu 36 sagt, in den nächsten 24 Minuten sehen sie, wie Blätten 12 Plätze verliert. Nee, nicht schon wieder. Ich hasse Tamu. Tamu, du bist... Ich hasse dich so sehr. Verstehe ich nicht. Warst du Erster gerade? Ich glaube schon, oder? Nope. Warst du wieder Erster? Ja, oder? Ich kann mich löschen, Alter. Warst du gerade schon wieder Erster? Ich muss nochmal checken. Nee, Dritter. Nee, Zweiter. Nope. Au! Das ist natürlich ärgerlich. Ich kann mich löschen, Alter. Heute ist nicht mein Tag. Mann. Blätten, also wirklich jetzt, und das ist ja auch immer nur eine Bestandsaufnahme aus den Jansky-Videos, in der Theorie scheinst du nie eine gute Woche zu haben, so oft wie du bei Jansky drin bist. Und das ist wirklich nur eine Bestandsaufnahme und eine Beobachtung aus den Videos von Jansky. Es ist wirklich, also wir brauchen vielleicht irgendwann mal eine absolute Win-Compilation von Blätten, die dagegen gestellt wird, damit wir das eventuell auch als Zuschauer mal feststellen, dass das auch anders geht. Auch der Bullring war entspannt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Bullring so entspannt sein kann. Wir nehmen sich im Jahr doch einmal. Oh. Junge, was stimmt denn mit dir jetzt wieder nicht? Hey Bruder, was ist denn? Hey, was stimmt mit dir nicht? Sorry. Left side. Bruder! On your right. Clear right. Car left. Alter, ich spiel doch neben dir, aber... Ach. Bruder! Ich... Clear left. On your left. Ich bremse mich neben dran und er zieht trotzdem zu. Ja, aber Hauptsache, ich soll aufpassen, dass ich ihn nicht kill, ne? Ich sag's, wie es ist. Wir brauchen Voice-Chat. Genau. Nochmal alle. Oh, 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 oh. Ey, oh. Okay, was kommt jetzt? Dafür gab's 3 Tage Pause. Dafür gab's 3 Tage Pause? Warte mal, für das Ding hier? Nee. Bruder. Oder dafür? On your right. Play right. Erst oder zweiten? Für das Schieben danach. Was ist das hier? Alter, ich spiel doch neben dir, aber... Ach, Bruder, ich... Ach, Bruder... Ich kann das Wort Bruder übrigens nicht mehr hören. Sieht man irgendwo seine Inputs? Ich... Dafür gibt's 3 Tage Pause, what the fuck? Okay. Alter, ich spiel doch neben dir, aber... Ach, Bruder, ich... Aber er lupft doch. Also, was soll er machen? Er muss ja irgendwo hin. Na gut. Ich bremse mich neben dran und er zieht trotzdem zu. Ja, aber Hauptsache, ich soll aufpassen, dass ich ihn nicht kill, ne? Kein Jutke Dizzy. Ja, ich hab's gesehen. Genau. Are you serious, mate? Why is he sneaking around there? Ich sage ja immer wieder dazu, Leute, gell? Es ist gar nicht so schlecht, möglichst wenig in einem Jansky-Video aufzutauchen. Die Frage ist halt immer, wie oft man in der Woche Content macht. Your brake temperatures look good. Oh Gott, was mache ich? Nein, 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 nein! Still there. Clear left.
Oh, scheiße. Den habe ich gar nicht gesehen hinter mir. Oh no, den habe ich nicht gesehen hinter mir. Nein, 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 nein. Ach, Gott, bin ich dumm. Yellow flag. Hold your line. Ach, Gott, bin ich bescheuert. Clear around, car right. Ja, wo kam der her? Shit. Das wird, glaube ich, so ein ganzes right Segment side. Jetzt. Hold your line, clear right. Na, Bruder, ey. Zweierlei Maßmessung. Zweierlei Maßmessung. Ja, wo kam der her? Shit. Dieses selbe Fall übrigens, by the way. Hat sich auch reingebremst. Died. Wahrscheinlich schlechter Tag, ja. Hold your line. Clear right. Na, Bruder, ey. On your right. Clear right. So, Jansky Video, oder wie? Das Schöne ist, ich kann auf jeden Fall nicht drin sein. Da bist du so. Oh, official. Nick, warte mal. Hold on a second. Was ist das denn? Oh, mein Junge, geil. Ey, wie gut ist das denn? Das denkt sich Niklas auch jeden Tag, jeden zweiten Tag, wenn er bei seinem Internetprovider anruft, um zu fragen, wo sein Internet bleibt. Ich kann nicht mehr, wie gut ist das denn? Ach du heiliger Hupen, ey. Okay, das ist ja absolut legendär. ABS 0, boah, ich will ABS 0 will ich halt echt eigentlich vermeiden, ne? Aber wir machen es gleich mal kurz. Wir testen es mal. Boah, Junge, iRacing, Junge, wie iRacing. Junge, guck mal, getrailt. Hast du noch nie was anderes gemacht? Ja, der ABS Office, der Shit. Krieg gleich so die Kamerastelle, bin einfach tot, kann ab. Schön. Ja, ja. Oh nein, oh. Tot. Perfekt, Mavix. Der TC off, ABS off im Regen. Hm. Und das war nicht das ABS. No! Okay, wir machen ABS wieder ein. Planänderung. Ich hab doch gesagt, ich krieg die Karma-Schelle. Ich hasse diese Strecke, Alter. Verstehe ich gar nicht. Turn 1, Alter. Ich kann diese ganzen Strecken einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Die Leute kriegen es nicht auf die Reihe. Ein so großer Teil an Menschen kriegt es nicht auf die Reihe, zwei Kurven anständig zu fahren. Und es gibt wirklich Monza, du wirst niemals enttäuscht. Niemals. Monza, Nürburgring und dann such dir noch irgendwie, was haben wir denn noch? Turn 1. Du wirst nie enttäuscht. Du kannst da wirklich, du kannst zu 90% dir sicher sein, da wird irgendjemand querstehen. Spar meinetwegen auch. Du kannst dir so sicher sein. Das sind all diese Strecken. Moment. Kurze Pause. Ralf Mulanski? Oh-oh. Oh-oh. Oh no. Du kannst dir so sicher sein, dass es da ständig knallt. Ständig, die Wochen kannst du einfach skippen. Also entweder bist du P1, 2 oder 3 und selbst da knallt es auch noch. Es ist einfach unglaublich bescheuert, weil das sind die Strecken, die meisten Leute fahren können. Die besten Rennen, also ist nur ein Tipp von mir an euch da draußen, die besten Rennen habt ihr auf all den Strecken, die nicht unfassbar populär sind. Da habt ihr die besten Rennen, weil da sind dann die Leute, die so wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich rein, weil ich ein Rennen fahren will. Maga, das ist, du kannst dir das nicht ausdenken. Wirklich, du kannst dir das einfach nicht aussehen. Wenn ich das hier schon wieder sehe, kriege ich absolute Vietnam-Flashbacks. Meine Fresse, echt, ey. Turn 1. In Turn 1 we trust. Sei bloß vorsichtig. Ich hatte so keinen Bock auf diese ganzen Scheißrennen. Und ich meine wirklich Scheißrennen, weil die Leute es einfach, die können nicht ruhig fahren.
Sie können nicht lupfen. Es muss alles in der ersten Runde entschieden werden. Da muss 3 wide nach Mutkurve. Da geht's rein. Und du denkst dir mal, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Was denkt ihr denn, was da jetzt passieren wird? Macht ihr jetzt den Kevin Estre? Oder so wie letztes Jahr den Feller? Mit, war das Van der Linde? Ja, mit Van der Linde. Und dann in der Mitte ist noch einer und ihr fahrt wie die richtigen, krassen Action-Stars an den Seiten vorbei. Nee, am Arsch dran. Nee, das ist das Internet, das funktioniert nicht. Da kommt nur Scheiß bei raus. Alter, du könntest ein ganzes Jansky-Video machen. Wenn wir jetzt, also sagen wir mal, wir würden iRacing und auch, wir würden iRacing und ACC nehmen. Du könntest einfach von so einer Woche, du könntest davon eine stundenlange Compilation machen. Eine stundenlange Compilation und die sieht nur so aus. Die ganze Zeit. Ja. 80 wide, lass mal Nürburgring, lass mal 80 wide aufmachen, komm, du. Ach, 2 wide, nee, scheiß drauf, Digga, wir machen noch eine dritte auf. Und dann kommt der vierte von hinten und denkt sich so, hä, warum lupft ihr denn alle schon so bei 100 Meter am Arsch dran? Ich mach jetzt noch die vierte Lane auf. Und dann kommt der ambitionierte Pedro von hinten und sagt sich so, boah, Alter, mein Qualifying hat richtig reingesackt, ne? Aber normalerweise meine Pace ist wirklich unglaublich schnell. Ich sehe hier meine Chance. Weil letztens habe ich was richtig Interessantes festgestellt. Wenn 4 wide offen ist, dann gibt es meistens in der Mitte einen Crash. Ja, das ist eine gute Idee. Lass doch mal 5 wide aufmachen. Lass einfach mal 5 wide aufmachen und wir bremsen einfach auf dem AstroTurf an. Das ist eine fantastische Idee. Richtig. Das ist richtig gut. Bremsen brauche ich nicht. Ich lasse einfach reinlaufen und dann gehe ich außen dran vorbei, so richtig sneaky. Und dann, wenn wir links rum wollen, in der Nordschleifen-Variante, stellen wir fest, oh shit, das ist ja gar nicht so einfach, mit 5 wide da durchzukommen. Wir drehen einfach einen raus, fahren vorne weg und ignorieren das einfach. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann kommt nämlich von hinten, pass auf, von hinten kommt nicht Pedro an, sondern Francesco. Und Francesco ist eigentlich so ein ruhiger Fahrer. Ne? Francesco ist mehr so der Snacker-Schmecker, der sagt sich, Mensch, ich lass mal anrollen, ich guck mal, was die da vorne machen. Ich guck mir das einfach mal an. Und dann hast du so Leute wie Siggi, moi, schon ein bisschen betagter, lässt einfach rollen. Weißt ja eh schon, was passiert. Du kommst da eh nicht durch. Alles entspannt. Alles entspannt. Wir fahren einfach, wir machen die Linie zu, dass nicht einer reindiven kann. Alles ganz entspannt. Aber Francesco sagt sich so, hä? Warum fahren wir denn mit 10 durch die Kurve? Das ist ja richtig bescheuert. Ich bin ja eigentlich ein ganz entspannter Mensch, ne? Aber ich gebe einfach nochmal Gas. Der Siggi da vorne, das ist Quatsch. Was? Vor mir steht ein Auto quer? Nee, lass mich doch nochmal 8 wide aufmachen. Ich fahre einfach ganz weit rechts rum und dann fahre ich nach links. Weil das auf die Idee kommt doch sonst keiner, oder? Die Leute vorne, die machen sich nicht breiter? Nee, da kommt keiner, das mache ich. Francesco denkt sich also, er ist ein 5-Head? Schon ganz nervös. Francesco wirklich schon ganz, ganz nervös. In einem Autorennen in Turn 1 mit 10 km/h um die erste Kurve fahren. Nee, das fühlt sich nicht wie Rennfahren an. Da müssen wir was gegen machen. Wir fahren rum, wir stehen einfach parat da und wir geben einfach volle Pulle Gas. Und wisst ihr was? Francesco kennt sich mit Zellteilung aus. Weil nämlich aus Francesco werden ganz viele Francescos. Und dann sind wir nicht mehr bei 5 wide, dann sind wir einfach bei 80 wide. Und wir können uns das wie unter einem Mikroskop vorstellen, wenn wir da so durchgucken. Und dann sehen wir so ganz viele, was auch immer wir in einem Mikroskop sehen, nennen wir es einfach Blutkörperchen. Und die wuseln da alle rum. Die wuseln alle rum, weil sie denken, dass sie alle die geilste Linie haben. Willkommen in Turn 1 auf dem Nürburgring. Fantastisch. Richtig gute Idee. Anstatt einfach wirklich mal, wie Francesco seine ersten 5 Sekunden beim Start zu sagen, du, wir machen einfach mal alle Chili-Milli. Das Rennen geht ja eine halbe Stunde. Man könnte es ja eventuell auf den 25 Kilometern der Nordschleife entscheiden. Wir haben ja genug Möglichkeiten. Nee, wir müssen das in Turn 1 machen. Weil wenn ich da nicht durchkomme, dann verliere ich. Wanger! Aber alle Strecken. Also nicht alle, aber so die Bekannten. Immer. Immer diese Leute. Ich habe auf jeden Fall Medium Front der Match. Was zur Hölle war das?
Leck mich doch einfach am... Was kommt jetzt? Jetzt und die T kommt, ne? Dann wirklich, dann deinstalliere ich live on stream das Game. Blätten fährt übrigens heute noch, wir brauchen nicht zu Ende gucken. Star Racing. Nein! Hallo lieber Blätten, falls du das hier sehen solltest, ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher, ob du bei dieser Echtzeitübertragung, wo wir gerade dieses Video schauen, da sind. Wie läuft denn deine iRacing-Karriere? Wie läuft sie denn, Mr. Blätten? Ich möchte das hier ganz kurz, es könnte ja eventuell sein, dass nochmal irgendwo ein Copyright-Claim reinkommt bei Jansky, nicht? Um Spuren zu verwischen. Kann alles passieren, aber ich sag mal so, das Archiv arbeitet mit. Ich werde jetzt extra hier, Paul, für dich, ne, wenn du das hier gerade guckst, das speichern wir jetzt für uns ab hier. Falls irgendwann mal Blätten auf die Idee kommen sollte, dass es ein Copyright-Claim gibt, damit er die Spuren verwischt. Jetzt soll das kurz kommt, laufen. Ne? Dann wirklich, dann deinstalliere ich live on stream das Game. Dann wechsle ich zu iRacing. Nein! Nein, nein, nein. Sehr schön, wir haben das nochmal festgehalten fürs Archiv. Ich bin sehr gespannt, was Senior Blätten dazu sagen wird. Fantastisch. Jansky, ein sehr schönes Video.